Servus Leute, und nach langer Zeit einmal wieder herzlich willkommen zurück. Ja, von mir gibt es auch mal wieder was. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das geht alles immer so ein wenig, ja, unter sich nachstellen, Filmer. Ja, gerade die Winterzeit ist bei mir momentan recht schlecht, auch durch das, dass ich ja eine Baustelle habe. Und ja, na, eine Baustelle stimmt nicht, mehrere Baustellen. Ja, auf jeden Fall. Es schläft alles so ein bisschen ein, man kommt da nicht so recht dazu, und immer wenn man dann was machen will, dann denkt man sich, ach naja, stellt sich wieder nach, keine Zeit, keine Lust, gibt gleich Abendessen, dann kommst du abends vor der Arbeit haben, dann war es so schnell dunkel. Ihr kennt ja den Winter, naja, und so ist es halt. Ja, jetzt dann doch einmal wieder ein Video, es ist Freitag, ich habe wieder ein wenig Zeit, ausnahmsweise. Und ich habe vor, einen Siloballen zu holen. Und die Siloballen zeige ich euch dann. Nerven sich. Die liegen ein wenig ungünstig, müsste man sagen. Eigentlich liegen sie auch schon günstig, weil sie auch an der Straße liegen, aber eigentlich liegen sie auch ungünstig, weil sie auch so liegen, dass man halt mit dem Radlader nicht direkt nachkommt. Ja, naja. Mein Großvehikel, das ist die andere Baustelle, die ich habe, ist momentan zum Siloballen holen ein wenig ungeeignet. Da hängt nämlich noch ein Kranhaken dran. Und der muss runter, da muss der zwei Schollen greifen, noch, der da so links vom Container steht, was da so rauslugt. Ja, muss was gemacht werden, muss ich schnell umscheren, dauert immer einen kleinen Moment, weil ich zwei Seile wieder einscheren muss, einfädeln, und den Greifer halt dann mit den Seilkeile wieder sichern, und dann können wir den Ballen holen. Da nehme ich euch auch mal mit, dann zeige ich dir mal, wie das funktioniert. Wie gesagt, Werkzeugtausch bei dem Bagger dauert halt ein bisschen länger als mit einer Oilquick-Schnellkupplung vor dem modernen Hydraulikbagger. Ne? Das ist halt doch schon ein Unterschied. Aber dann seht ihr mal, wie das funktioniert bei so einem uralt, wie er immer gern genannt wird, Schrotthaufen. Aber jetzt was anderes, Baustelle. Ich denke direkt davor, das wurde die letzten Wochen immer mal wieder ein wenig was. Ist immer was gemacht worden. Ja, das ist mein Gehörschutz, der braucht Bagger. Es ist mittlerweile ein Tuch drauf und es steht was drin. Ja, die Garage. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die Baustellenbilder vom Seilbagger-Video oder von dem Miststreu-Video. Da hat man die Baustelle gesehen. Da war ja nur das Mauerwerk so auf halber Höhe gezogen. Ja, wir haben da noch den Ringanker gemacht. Das ist die Starre ja quasi, die den Sturz da bildet. Wir haben oder der Vorder hat dann auch noch einmal weiter aufgemauert für die Balkenloch. Dann liegen die Pfetten drauf, dann liegen die Spannen drauf. Ja, da ist eine Tür eingebaut, das war ich im Übrigen. Wer sich jetzt fragt, warum ist die Feuerschutztür mit so viel Schaum drin? Brandschutzschaum wollte ich sagen. Ja, das liegt einfach dran, weil das Loch ein bisschen zu groß war. Das hat nicht ganz gepasst, aber das ist mir eigentlich wurscht. Kommt eh noch Putz drauf und ich muss ein wenig angeputzt werden, und so schaut das Ganze jetzt aus. Ja, das ist ein normaler 180er Brandschutztür, Feuerschutztür, Ölraumtür, wie es da willst. Und ja, da kommt man dann einmal in die Garage rein. Es stehen jetzt zwei Bulldog hinter. Die sollen ja dann zukünftig auch dahinter stehen. Ihr seht, das ist alles noch ein wenig ungünstig. Es ist halt noch Baustelle. Der Äpfelgrube steht auch mit rum. Quatsch, Erbsengrube, Erbsensteckmaschine. Einfach aus dem Grund, weil ich da oder dran noch was machen muss. Und zum Zweiten, weil er dort, wo er vorher stand, also hinter dem KL 300, hinter meinem Auto, jetzt im Moment nicht stehen können, weil da steht ein Ladewagen. Momentan ist bei uns nämlich alles ein bisschen drunter und drüber. Es steht überall alles ein wenig voll. Und da muss man halt ein wenig, ja, tricksen, umsortieren. Boom, die war zu. Und umplaner, und dann funktioniert es trotzdem. Wie gesagt, Tür ist drin, doppelt verglastes Fenster haben wir. Ja, habe ich eingebaut, also wenn es scheiße ausschaut, das war ich. Das ist mein erstes Fenster gewesen. Ja, die zwei Stänger hinten, der schaut natürlich jetzt von an aus, weil hinten was dran hängt. Das ist ja auch nicht so geplant, dass hinten was dran hängt, wenn es da hinten steht. Aber es renkt nicht mehr rein, und deswegen ein Stänger da hinten. Ja. Der war ja kaputt. Ich habe ja da einen Fresser drauf gehabt.
Der ist jetzt repariert. Jetzt geht er wieder. Jetzt haben wir ein Fernthermometer drin am Bulldog. Hat er vorher ja nicht gehabt. Also theoretisch, jetzt soll er nichts mehr fressen. Hoffen wir es. Genau. KA15, KL300, geparkt in meine Garage. So wie sich das gehört. Vernünftig aufgeräumt hast du mal. Wie ich hier am Tor, kommt jetzt ein Sektionaltor rein. Weil wir vermutlich kommende Wochen einmal anschauen. Ist ein Gebrauchstor. Und ja, wenn das alles klappt, dann sollten wir für relativ kleines Geld ein neuwertiges Sektionaltor haben. Mit Lichtband oben drin. Ohne Tür, weil ich habe eine Tür drin. Ich habe auch Angebote eingeholt für ein neues Sektionaltor. Mit Tür sind wir bei 3,5 bis 3,6. Ohne Tür sind wir bei 2,2 und das gebrauchte Tor im neuwertigen Zustand, nicht viel im Einsatz gewesen, soll aktuell, glaube ich, um die 600 kosten. Also wäre schon ein deutlicher Preisersparnis. Wäre natürlich schön. Waren die Türtore und das Fenster, die man ja auch gebraucht, die sind einmal irgendwann zu uns gewandert. Ich glaube, das Fenster war vom vor der Erbe drin, haben sie also mal ausgebaut. Und die Tür haben wir einmal vom Nachbarn geschenkt gekriegt. Und jetzt hat es endlich einmal seine Verwendung gefunden und hat endlich einmal einen Platz gefunden, wo man es nachdenken kann. Genau, weil ich gesagt habe, umgeparkt. Ja, da steht da alles jetzt kreuzig weh. Auto steht jetzt da, wo eigentlich die Kehrmaschine steht. Kehrmaschine steht dort, wo eigentlich das Auto steht. Und der Ladewagen steht jetzt dort, wo eigentlich der KL300 und der Stoll gestanden waren. Ja, ist alles jetzt ein wenig, wie gesagt, improvisiert. Alles ein bisschen eng. Aber für den Moment muss das einfach einmal so funktionieren. Weil im Stadl steht noch das Sägewerk. Und das wird noch einmal gebraucht, weil bei einer Restlos-Auktion hat mein Bruder sich das Carport oder gekauft. Also das hat er da recht günstig geschossen. Und das soll da dann angeschlossen werden. Kommt dann daher, wo jetzt die Holzregale mehr gestanden waren. Das ist dann gedacht als Notparkplatz, wenn einmal der Stadl oder irgendwas zugestellt ist oder in der Maschine halt kein Platz ist. Dann kann man da hin auch was parken, weil sowas wie jetzt das, dass die Kippe da außen rumsteht, soll eigentlich dann vermieden werden. Ja, schauen wir mal. Wird man sehen. Ach so, ja. Und wer die Dinge jetzt gesehen hat, was ist denn das jetzt schon wieder? Der gehört nicht mir, der gehört einem Bekannten. Aber die zwei da gehören mir. Delmark H2S. Explosionsstampframme. Habe ich schon mal ein wenig eingesetzt. Günstig geschossen. Direkt vor der Haustür, wenn man so will. Ja, konnte ich nicht nachsagen. Fand ich klasse, die Dinge. Wollte ich auch mal haben. Vom Bekannten noch ein wenig Zubehör gekriegt. Weltklasse. Ja, und jetzt waren sie halt schon mal ein wenig im Einsatz. Also das so, das ist vom Kiesstall um der Dreck, weil da habe ich auch mal die Platten, die Waschbetonplatten außen hier neu unterfüttert und ein wenig festgestampft. Ja, da können wir auch mal ein gesundes Video dazu machen. Jetzt tätig suchen wir mal den Siloballen, dass wir das am Anfangen. Und zuerst einmal müssen wir den Bagger dann, den Kranhaken ausscheren oder Kranflaschen, je nachdem wie man es nennen möchte. Und den Zweiseilgreifer, den Zweischollengreifer einscheren. Wie das Ganze auch funktioniert, versuche ich auch mal auf Video festzuhalten. Wie gesagt, das ist halt keine so eine 0815 Aktion, wie ich mache einmal schnell den schmalen Löffel runter und den braten Löffel drauf beim Motanabagger, sondern da ist ein wenig anders. Wie gesagt, das ist jetzt momentan nur ein Seil drin, die anderen zwei Seile, die sind seitlich in der Tür drin. Und die muss ich wieder neu einscheren, das heißt, ich muss den Auslöcher komplett runterfahren, das Seil von vorne einfädeln, nein. Auf die Winden drauf, mit dem Seilkeil sichern, Seil langsam draufwickeln, in der Greife einfädeln, mit dem Seilkeil sichern, das Hubseil da ausscheren, Kranhaken runter, dann wieder einlochen, das Seil einscheren, das kommt dann oben drauf, auf die Ösen. Und dann kommt noch das Beruhigungsseil, das geht durch die Glanerrollen, die da seitlich hängt, und geht auf die Ketten da, das quasi dieses Pendeln vom Greifer so ein wenig unterdrücken soll, dass der sich nicht komplett verdreht und vorne so wild durch die Gegend schwenkt, sondern ein bisschen ja, gebremst wird. Einziehseil, Beruhigungswinde, Hilfswinde, wie man es nennen möchte. Genau, das machen wir jetzt einmal.
Ein Bagger steht da. Und ich würde sagen, wir starten einmal, dass wir fertig machen. Und zwei Xyloballen. Sorry. Ihr seht da hinten so ein wenig rausspitzen. Ihr liegt im Feld. Eigentlich eine günstige Position. Aber wenn es halt so nass ist, wie es heuer im Frühjahr ist, ja gut, im Moment könnte man es vielleicht auch mal riskieren mit dem Radlader, aber beim letzten Mal bin ich gnadenlos versunken. Deswegen machen wir uns das ein wenig einfacher. Mit dem Bagger auf dem Weg, ein wenig den Auslöcher abgelassen, den Ballen geschnappt und dann vorsichtig rüber auf den Weg geschwenkt. Da kann ich dann ganz normal mit dem Radlader und mit der Gabel aufnehmen. Ohne Gefahr zu laufen, dass der Radlader versinkt und ohne einen Haufen Flurschaden zu machen. Wir fangen an, erst einmal das Windenabdeck gleich runter. Das soll ein wenig davon aufhalten. Lauter Trink und Wasser in die Windenneigung. Ganz zur Sicherung habe ich immer Unterlegkeile drin, die ich schon weg. Thank you.
So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo man als Baggerfuhrer halt ein wenig arbeiten muss bei dem Ding. Das geht halt nicht voll an und das geht halt nicht so loggerfloggig 0815, sondern da muss man schon noch ein wenig Hand anlegen, körperlich sich betätigen. Da hinten in den Seitenklappen stehen auch die Seile. Das ist einmal das Seil für die Grabwinde. Also das ist quasi das, was den Greifer schließt. Das kommt dann auf die Vorderradwinden da drauf. Und das ist das Seil für die Hilfswinde. Da habe ich im Übrigen nochmal ein neues liegen. Für den Fall des Falles, weil das andere ist ein wenig angefressen. Das werde ich für die Tieflöffelausrüstung später benutzen. Und das ist dann nochmal für den Zweischollengreifer gedacht als neues. Mal gucken. Das kommt auf die Winde da. Das sind Storwinden. Ja. Und das machen wir jetzt. Die scheren wir jetzt einmal ein. Wird einen Moment dauern. Ich denke, da werde ich einen Zeitraffer draus machen, dass der das nicht die ganze Zeit ertragen müsst. Also das Seil der Einziehwinde kommt jetzt da vorne durch diese seitliche Rolle. Die seht ihr wahrscheinlich jetzt schlecht. Läuft dann hier rauf, läuft über die
Rolle da oben und kommt dann hier in den Oberwagen rein. Und es kommt jetzt auf diese Winde, wo es schon liegt. Und da wird es dann mit einem Seilkeil gesichert. Und genau das machen wir jetzt immer. Das ist ja rechts gebobbelt bei der, weil die hat immer noch so ja, Verjüngungsring. Die könnte man rausschrauben, aber die waren halt in meinem Bagger drin und ich lasse es drin, ich schraube es nicht raus. Aber ich zeige es euch einfach, dann seht ihr, was ich mache. Ich soll jetzt einfach nicht ausscheren. Dann müsste ich es auch nicht wieder einscheren. Einfach auf die Trommel draufwickeln, dann Kabelbinder festmachen und dann den Arbrot an guten Moser. Aber nö. Das machen sie einmal sehr gut. Machst das raus. Das ist aufgerammt. Dann kann nichts passieren. Ja, ja. Hinterher flucht man wieder, wenn man es wieder neu machen will. Weil sowieso überhaupt. Da bin ich streng nicht offen. Jetzt haben wir uns doch auch geklappt. Eigentlich. Und jetzt drin ab. Jedes Mal. So. Thank you.
Ödele. Der Ballen ist aus dem Feld draußen. Ja, wir könnten dann natürlich jetzt versuchen, mit dem Greifer irgendwie darauf zu boxieren. Das Problem ist, erstens einmal, du hast noch eine Leitung gespannt. Das heißt, ich muss deinen Ausleger ziemlich flach stellen. Das heißt, ich habe einen sehr großen Hebel. Dann geht der Arsch vom Backen auf. Und das Zweite ist, wenn die Lenkerachse vorne ist, dann kann ich bald nicht mehr lenken, weil das ist eine manuelle Lenkung und kein hydraulischer. Sprich, dann hängst du da drauf wie so ein, ja, noch so ein Apfelzug. Deswegen, das machen wir mit dem Radlader und der Palettenkabel. Es geht am einfachsten. Drunter gefahren, aufgenommen, raufgefahren, abgelegt, wie ich noch brauche. Feierabend, gutes. Das ist der schnellste Weg. Wie gesagt, ins Feld reinfahren ist im Moment nicht möglich. Das ist einfach alles zu nass. Und wenn man auf dem Weg das Ding ablegt, dann wird der Radlader nicht eingesaut, der Bagger wird nicht eingesaut und man macht keinen Flurschaden weiter. Genau. Thank you.
Rille. Einmal Siloballen versetzt. Der ist jetzt drum. Das war dann der letzte. Also der vorherige, wo jetzt dort liegt, das ist eh vom bekannten Ahne gewesen. Hat sich so ergeben gehabt. Der hat mehr lassen. Und weil mir da den Heuschnitt, glaube ich, auf die Wiesen habe ich nahe überlassen gehabt, das mal. Dann habe ich gesagt, dann machen wir halt, dann musst du dann kriegen im Winter auch mal ein Silo dafür. Und dann irgendwie hat er mehr lassen. Und wie die gemäht haben, haben die halt meine Fläche mit runter gemäht. Dann war ich da gestanden. Ja, das war eigentlich mein zweiter Silo-Schnitt, ne? Naja, gut. Egal, wir sind uns dann auch nicht geworden. Ich kriege von ihm wieder dann ein paar Ballen. Kriege ich so quasi wieder retour. Also der war von ihm. Oder ja, war ja meins, mehr oder minder, wenn du so willst. Ja, hat es dann auf jeden Fall 5 Stück hab ich gehabt. Das ist der letzte von dir 5 und das andere, das war 6. von ihm. Und vorher hat er mir schon eine Zeit lang jeden Tag auf seine Pritschen vor seinem Auto was mitgebracht. Und das hat auch ganz schön gepasst. So, jetzt brauchen wir ein bisschen den Bagger aufräumen. Der da so einsam und verlassen ganz da hinten steht. Ja, das Meister, wenn so eine Zeit immer Anspruch nimmt, ist, wenn du den Auslöcher ablassen musst unter die Äste durch. Man kann auch größtenteils oben fahren, aber der Oste, wo da so runterkommt, der ist doch garstig, weil wenn der bricht und schlägt mir durch die Scheiben von einer rein, naja, das muss man ja nicht riskieren. Ja, jetzt mache ich quasi meine Spindeln wieder auf. Die Pendelachssperre quasi. Die waren mit ja Spindeln gesichert, dass nichts passieren kann. Und dann kommt der Bagger wieder auf. Thank you.
So Leute, das war's. Der Gerät steht wieder, wo er nachgehört. Ja, wir waren vor, dass wieder frei. Zwei Seilgreifer wieder eingeschert. Zwei Seilgreifer oder zwei Schollengreifer. Wie man es nennen möchte, Grabgreifer. Wieder drin. Dann haben wir das. Also denn, in diesem Sinne, das war's. Servus Leute.